zu jeder Jahreszeit eine Reise wert, ist die Insel Sylt. Unablässig nagt das Meer am Eiland. Einwohner und Touristen kann es recht sein. Bis die Fluten dereinst die Oberhand gewinnen, werden sich noch Generationen auf Sylt verlustieren. Das zentral gelegene Wenningstedt, nur 3 Kilometer nördlich von Westerland, hat sich seine Unabhängigkeit bewahrt. Die Einwohner, überzeugte Lokalpatrioten, die es kaum jemals an die Ostküste der Insel zieht. Im Jahr 2009 weigerte sich die Ortschaft, mit den Nachbarkommunen zu einer einzigen Gemeinde Sylt zu verschmelzen. Und Wenningstedt kann wahrlich für sich alleine bestehen. Insulaner und Feriengäste leben hier so einträchtig miteinander wie Enten und Möwen am idyllischen Dorfteich. Wie man sieht, haben die früher trickreich gejagten Wasservögel inzwischen nichts mehr zu befürchten. Gleich hinter der Kirche versteckt sich ein bedeutendes Hünengrab, der Dinghoog. Sylt weist viele solcher Stätten auf, doch nur diese ist begehbar. Um die Ecke, unmittelbar hinter Dünen, liegt das GEW-Ferienzentrum Wenningstedt. Inmitten eines Naturschutzgebietes und lediglich 5 Gehminuten vom Badestrand entfernt. Ringsum wuchern Wildrosen. Die mit gepflegten Rasenflächen, Fußballfeld und 2 Spielplätzen äußerst kinderfreundliche Anlage lässt kaum ahnen, dass sie gut belegt ist. Denn der Gast bekommt von seinesgleichen nur wenig zu Gesicht. Die komfortablen 3- bis 4 Sterne-Appartements sind für Selbstversorger gedacht und verfügen allesamt über eine voll ausgestattete Küche. Handtücher und Bettwäsche werden gestellt, selbstverständlich kostenlos. Bis zu 6 Personen finden in den Wohnungen unterschiedlicher Größe Platz. Haustiere dürfen sich hier ebenfalls gern erholen. Erst abends öffnet das Bistro-Restaurant, allerdings bringt ein Brötchenservice frühmorgens um 6 ofenfrisches bis an die Tür. Wer es am grimmigen Wächter Ecke-Necke-Peen vorbeischafft, wird gastronomisch bestens bedient. Sämtliche Gerichte entstehen aus Originalzutaten. Hausgemachte Marmelade und Kuchen ergänzen das Angebot. Im Wellnessbereich kann der Gast in der Sauna, im Dampfbad oder in der Infrarotkabine entspannen. Darüber hinaus werden Massagen angeboten, wie auch eine spezielle Behandlung mit Algen. Ein unbezähmbarer Bewegungsdrang muss nicht vor der Tür enden. Mit ihren zahlreichen Anziehungspunkten lädt die nur 100 Quadratkilometer messende Insel zu Fahrradtouren ein. Das Ferienzentrum unterstützt auch hierbei die Besucher und arbeitet Hand in Hand mit einem nahen Fahrradverleih. Wenige kennen die Sylter Attraktionen außerhalb der Sommersaison. Dabei gibt es deren einige. Zu nennen wäre die Herbstschlemmerei Ende Oktober bis Anfang November, das Weihnachtsbaden in Westerland oder das Biekebrennen Ende Februar, ein dem Osterfeuer vergleichbares Ereignis. Bedingt durch den Golfstrom fällt der Winter auf Sylt in der Regel milder aus als auf dem Festland. Die salzhaltige Meeresluft wirkt sich ganzjährig positiv auf die Atemwege aus. Ausflüge führen auf die Uwe-Düne, die höchste natürliche Erhebung von Sylt, benannt nach einem friesischen Freiheitskämpfer. Oder nach Osten, ins schicke Kampen,
mit seinen in die Heidelandschaft gesetzten Reetdachvillen und dem berühmten Café Kupferkanne, das auf dem Gelände eines ehemaligen Bunkers erbaut wurde. Es versinkt zur Hälfte in der Erde. Abends geht es zurück nach Wenningstedt an die Westküste. Die Sonne beleuchtet mit ihren letzten Strahlen das rote Kliff, die Steilküste im Norden. Der Winter mag nun kommen. Wir verbringen ihn auf Sylt.